In Belitz konnten die Menschen am Montag in ihre Häuser zurück. Regen brachte Entspannung. Der Waldbrand ist unter Kontrolle. Doch teilweise lodern die Flammen wieder auf. Die Löscharbeiten wurden über Nacht fortgesetzt. Die verheerenden Waldbrände in Brandenburg bei Belitz und Treuenbrietzen sind gelöscht. Doch die Feuerwehr muss die Glutnester in den Waldgebieten rund um die Spargelstadt weiter unter Kontrolle halten. Diese säßen bis zu 70 cm tief im Boden und können sich dort über Wochen halten, erklärte die Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Andrea Metzler. Bei Trockenheit und Wind könnte das Feuer wieder angefacht werden. Deshalb würden Brandwachen die Situation weiterhin genau im Auge behalten. Am Montag hatten noch 230 Feuerwehrleute die Brandgebiete bei Belitz gewässert. Diese sollten auch die Nacht über noch bleiben, sagte Metzler am Abend. Am Dienstag sollte die Temperatur wieder ansteigen. Der Bürgermeister der Stadt Belitz, Bernhard Knuth, teilte am späten Montagabend mit, der Brand sei weiterhin unter Kontrolle. Aktuell sind Feuerwehr, Bundespolizei und Bundeswehr im Einsatz, um die Löscharbeiten über die Nacht hinaus zu sichern. Dagegen ist die Lage in Treuenbrietzen, wo es am Wochenende ebenfalls gebrannt hatte, laut Heinze deutlich entspannter. Im Gebiet um Belitz war am Montag ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera unterwegs, um Glutnester ausfindig zu machen, wie Landkreissprecher Kai-Uwe Schwinzert am Abend sagte. Schwerpunkte seien die Bahnlinie RB33 südlich von Sedding sowie ein Umspannwerk im Wald, wo wieder Rauch zu sehen war. Hier werde nun gezielt gelöscht. Betroffen von dem Waldbrand ist eine Fläche von insgesamt 264 Hektar. Die Temperatur im Boden liegt nach Landkreisangaben noch bis zu 500 Grad. Unterdessen wurden die am Sonntag ausgesprochenen Evakuierungen aufgehoben. Die betroffenen Anwohner konnten am Montagvormittag in ihre Häuser zurückkehren. Bürgermeister Bernhard Knuth riet am Montagmorgen auf der Internetseite der Stadt Belitz aber weiterhin zur Vorsicht. Der Brand ist zwar unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Auch wenn uns der aktuelle Regen sehr hilft, kann es trotzdem nochmal zu starker Rauchentwicklung kommen. Als Folge der Waldbrände in Belitz bleibt die Landesgartenschau auch am Dienstag geschlossen. Auch drei Schulen hatten am Montag nicht geöffnet. Betroffen waren laut Bildungsministerium in Potsdam die Diesterweg-Grundschule, Solar-Oberschule und das Sally-Bein-Gymnasium. Eine Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler sollte aber gewährleistet sein, hieß es. Der Regionalverkehr der Bahn ist durch den Waldbrand ebenfalls beeinträchtigt. Die Bahnlinien RE7 und RB23 führen durch das Waldbrandgebiet und wurden am Sonntagnachmittag unterbrochen. Während die Züge der Linie RB23 am Montag wieder durchfuhren, fallen laut der Bahn alle Züge der Linie RE7 zwischen Belitz-Hallstätten und Michendorf voraussichtlich bis Montagabend aus. Der Landrat des von Waldbränden heimgesuchten Landkreises Potsdam-Mittelmark, Marco Köhler, bezeichnete die Lage rund um Treuenbrietzen und Belitz am Montag als deutlich entspannt, aber noch nicht bewältigt und beendet. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Brandenburger Umwelt- und Forstminister Axel Vogel in Belitz sagte Köhler am Vormittag: "Eine Entwarnung ist noch wirklich zu früh." Er dankte den mehr als 1500 Rettungskräften, die auch aus Berlin und Sachsen-Anhalt zur Hilfe gekommen seien. "Sie alle haben Übermenschliches geleistet", so Köhler. Dem schloss sich Forstminister Vogel an. Vieles sei diesmal besser geglückt als beim früheren Waldbränden. So seien beispielsweise die Bundeswehrhubschrauber sehr schnell zum Einsatz gebracht worden. Zwischen den beteiligten Stellen sei besser kommuniziert worden. Es habe genügend Löschwasser zur Verfügung gestanden. Gleichzeitig betonte Vogel wie auch zuvor Köhler, dass der Regen ein entscheidender Faktor sei. "Wenn es nicht geregnet hätte, hätten wir heute früh eine Katastrophenlage gehabt, die alles übertont hätte, was wir uns hätten in Brandenburg vorstellen können. Die Lage sei extrem gefährlich und hochdramatisch gewesen", sagte auch der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen bei einem weiteren Besuch im Brandgebiet. Eine Feuerwalze sei erst 200 Meter vor den ersten Wohnhäusern von Belitz gestoppt worden. Für die Zukunft mahnte Vogel an, besonders gefährdete Ortschaften inmitten von Wäldern wie Fichtenwalde, Borgheide und Borgwalde besser zu schützen. Es müssten verstärkt Brandschutzschneisen angelegt werden. So etwas könne nicht erst dann geschehen, wenn das Feuer unmittelbar vor den Häusern steht. Das müsste man nun gemeinsam mit den Landkreisen, aber auch mit privaten Waldbesitzern angehen, so Vogel. Auch der Forstumbau hin zu Laub- und Mischwäldern und weniger Kiefernbestand müsste beschleunigt werden. Bei Landesflächen und privaten Flächen.
Ja, meine Lieben, das ist die aktuelle Lage zum Waldbrand in Potsdam-Mittelmark. Der Brand ist aktuell halt unter Kontrolle. Er ist noch nicht zu 100% gelöscht, aber er ist unter Kontrolle. Dennoch besteht halt die Gefahr, dass halt dieser Brand wieder auflodern kann, ja, weil es lodern halt kleine Glutnester 70 cm tief unterm Boden und die können sich dort wirklich über Wochen halten, ja, weil es ist halt windstill und es kann halt vor sich hin glühen und irgendwann kann dann halt auch so ein Feuer wieder ausbrechen, ne? Aber das Gute ist, die Brandschützer, die sind ja halt wirklich mit Hubschraubern unterwegs und diese Gebiete werden halt wirklich kontrolliert und es wird ständig mit Wärmebildkameras umhergeflogen und irgendwann kann dann auch so ein Feuer wirklich, ja, ich nenne es mal sterben und dann kann man auch wirklich Entwarnung geben. Also, es ist wirklich noch keine Entwarnung, das Feuer ist unter Kontrolle, aber es kann halt wirklich jederzeit wieder entfachen und es ist wirklich wichtig, nachdem die Leute jetzt auch wieder in ihre Häuser zurückkehren durften in Beelitz, dass die Gebiete wirklich im Auge behalten werden. So, meine Lieben, das ist die aktuelle Lage. Ich verabschiede mich von euch, macht es gut. Euer Patrick von Lidom Produktion.